es gibt ja so viele InfluencerInnen da draußen. Ne? Wer soll da eigentlich noch einen Überblick behalten? Aber dank Zweier Südhessen gelingt das jetzt spielend quasi. Und zwar mit einem neuen, ganz analogen übrigens Spiel. Ausgefallene Quartettkartenspiele gibt's viele. Doch jetzt festhalten. Ganz neu auf dem Markt, Battle of the Influencers. Ja, ihr habt richtig gehört. Entwickelt von Patrick Ackmann und noch ein Patrick. Diesmal Rometsch, beide aus Alsbach in Südhessen. Im Grunde war ja so, Corona hat alle Menschen wieder nach Hause gebracht und hat auch an seinen Tisch gelockt mit Brettspiel, mit Karten. Und wir haben uns erinnert, das gute alte Autoquartett. Das hat uns immer gereizt, hat Spaß gemacht und hat total simpel zu spielen und das wollten wir mal in die Moderne bringen. Gut, hier gibt's keine PS-Vergleiche, hier geht's um echte Menschen. Im Grunde sind es 8 Kategorien zum Beispiel. Damals waren es Autos und allem drum und dran. Heute haben wir Tänzer, Musiker, haben Künstler zum Beispiel. Also, da entdeckt man neue Sachen im Leben. Ne? Der Reiz daran ist, mit Craziness oder auch Followerzahl zu punkten heute. Ja, und früher war es ja eben mit dem Auto, ja, oder mit 18 hat man das erste Auto bekommen. Das war so das große Ding. Heute ist es eher das Handy. Im Spiel dabei sind angesagte Influencer wie der Beatboxer Spencer X mit 55 Millionen Followern auf TikTok ganz vorn mit dabei. Ebenso mittlerweile fast als Gott verehrt Elon Musk. Oder wie wäre es mit Mari Nova? Sie kümmert sich um Pflanzen und Interieur. Und wenn es um die Gesundheit geht, ist Doc Felix die erste Anlaufstelle. Sie und viele mehr treten im Quartett Clash gegeneinander an. Doch klar war von vornherein, das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir nicht die typischen Schönheitsinfluencer dort reinnehmen, also die sogar absichtlich rausnehmen, sondern auch aktuelle Themen mit reinnehmen, wie Körpergefühl, Body, die sogenannte Body Positivity, Tierschutz, auch Umweltaktivisten oder auch zum Beispiel wie die Sandra Hunke. Das ist zum Beispiel eine Frau und die ist ganz selbstverständlich Handwerkerin und Model und auch damit Mädchen zum Beispiel animiert, ins Handwerk zu gehen. Über 100 Influencer werden kontaktiert, ein Drittel sagt zu, bei einigen war es dann aber eher schwierig. Ja, wir wollten ganz gerne auch Größen wie Ronaldo dabei haben, Cristiano Ronaldo, der auch von unseren Freunden und der Community gefordert war, der muss dann mit rein, aber den haben wir nicht mal anschreiben können. Das heißt, da gibt es keinen Kontakt, keine E-Mail-Adresse, kein Management, das man so einfach ansprechen kann. Influencer sind die Popstars von heute. Wer auf Insta, Facebook oder TikTok vorne liegt, ist der Star. Patrick und Patrick haben über alles die Kontrolle. Eine Zweimann-Show, sagt einer der beiden. Entwicklung, Produktion und Vermarktung, alles in einer Hand. Wichtig ist den zwei Familienvätern das Thema Nachhaltigkeit. Gedruckt wird das Spiel in Deutschland und Plastikverpackung ist natürlich ein No-Go. Aber im Mittelpunkt stehen die Influencer. Hier, das wird die nächste Mars-Astronautin wahrscheinlich werden. Das ist ein ganz junges Mädchen. Das sind zwei Akrobatinnen aus Australien. Also wir haben auch eine bunte Mischung drin. Das ist zum Beispiel der rappt, aber mit Zeichensprache, also mit Gebärdensprache. Knapp 12 Euro kostet das Quartett. Von jedem Verkauften geht ein Spendenbetrag an eine Organisation gegen Mediensucht. Zu bekommen ist das Battle der Influencer bereits in den ersten Spielwarenläden. Weitere werden sicherlich folgen.